Der Tod von Bumin, dem Gründer und Kagan des Göktürk-Reichs, versetzte vermutlich Schockwellen innerhalb des politischen Etablissements der Steppe. Bumins Aschina-Familie war im Jahr 552 zu einer Herrscherdynastie aufgestiegen, die einen Machtanspruch auf die gesamte eurasische Steppe stellte. Zudem wollten die Aschina ihre machtpolitischen Grenzen, soweit es geht, in möglichst alle Richtungen ausweiten. Dies war jedoch nicht durchgehend erfolgreich. Und statt irgendwelchen Feldzügen nachzugehen, mussten die Türken zuerst die Nachfolge regeln. Nach dem alttürkischen Gesetz, der Töre, gab es keine designierten Nachfolger. Bumin hätte vor seinem Ableben nicht seinen eigenen Nachfolger wählen dürfen. Stattdessen ging der Thron an den nächstältesten Sohn des Kagans. Im Falle von Bumin war das Karan. Es ist unklar, ob das Kaganat vor oder nach dem Tod von Bumin in zwei Regierungszonen geteilt worden war. In jedem Fall übernahm İstemi, der jüngere Bruder von Bumin, den Titel des Yabgu. Er stand theoretisch eine Stufe unter dem Kagan in der politischen Hierarchie, regierte jedoch nun autonom über das gesamte Göktürk-Territorium westlich des Altai. Sein Neffe Karakagan übernahm die Verwaltung über die Gebiete östlich des Altai, das Sayan-Gebirge, die östliche Mongolei, Turfan und Gansu. Die Grenze im Süden erstreckte sich bis zur Oasenstadt Hotan und umfasste das gesamte Tarim-Becken. Und im Osten reichte der türkische Einfluss bis zum Loa-Fluss bei Korea, zum Grenzgebiet der Mandschurei. İstemis Territorium dagegen umfasste keine wirklich festen Grenzen. Wir wissen, dass die Göktürken das gesamte Territorium des Rohan-Reichs übernommen hatten. Allerdings waren die Rohan im 5. Jahrhundert von den Heptaliden bekämpft worden und entsprechend verfügten die Göktürken nicht über diese verlorenen Gebiete. Angesichts dieser Vorgeschichte wird deutlich, dass İstemi genau nach Plan vorging in seinem Bestreben, das Göktürk-Reich nach Westen zu expandieren. Nach meiner eigenen Einschätzung war das Rohan-Kaganat im Jahr 552, kurz vor seiner Ablösung, zwischen 3 und 3,5 Millionen Quadratkilometer groß gewesen. Mitsamt der Eingliederung rebellischer türkischer Gruppierungen, wie den Tile, umfasste dann das neue Göktürk-Reich ca. 3,5 bis 4 Millionen Quadratkilometer. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht würden die Türken später über fast 8 Millionen Quadratkilometer Fläche regieren. Aber wieso mussten die Göktürken neue Gebiete erobern? War die Aschina-Dynastie schlichtweg gierig nach mehr Territorium, nach mehr Macht oder gab es auch kulturelle Gründe für die Expansion? Auf jeden Fall geschah dies nicht aus Langeweile, denn die westliche Region der Eurasischen Steppe war bereits prall gefüllt mit zahlreichen Stämmen und Stadtstaaten. Diese Gruppen von der Herrschaft der Aschina zu überzeugen, war kein Kinderspiel und keine Selbstverständlichkeit. Denn hier lebten Menschen, die jegliche höhere Autorität, außer die von Tengri, ablehnten und auf politischer Ebene eine Selbstverwaltung bevorzugten. Ein Großteil von ihnen war jedoch einem Turkvolk zugehörig, wie diese Karte aufzeigt. Es kann nur spekuliert werden, dass eben dies jener Grund war, der İstemis Feldzug in den Westen veranlasst hatte. Die Aschina wussten womöglich nicht nur, dass es abseits des Altai viele weitere Turkvölker gab, sie hatten sich auch zum Ziel genommen, diese Turkvölker in ihr Reich, in das Reich der Türk, zu integrieren. Der Casus Belli der Göktürken war somit ein türkischer Irredentismus. Davon abgesehen wohnte der Aschina-Dynastie zudem der Wunsch inne, zu Herrschern der gesamten Steppe aufzusteigen. Wer über Ötüken, dem mysteriösen heiligen Wald der Türken, regierte, konnte sich als Herrscher aller nomadischen Steppenvölker ausrufen. In der Theorie waren die Göktürken das bereits, aber in der Praxis standen sie noch ganz am Anfang eines langen, blutigen Abenteuers. Während Karakagan im Osten die Angriffe der Rohan aus China abwehren musste, wagte İstemi dann den ersten Schritt und setzte seinen Plan für die Expansion in die Tat um. In dieser dreiteiligen Serie werden wir uns die Regierungszeit von İstemi, dem Yabgu der Göktürken, genauer anschauen. Dabei werden wir auch der Frage nachgehen, ob der junge Bruder von Bumin seine Neffen im Osten in Bezug auf Tatkraft und politische Erfolge nicht sogar übertraf. War İstemi der größte aller Göktürken? Finden wir es heraus. İstemi begann seinen Feldzug im Frühjahr 553. Er versammelte eine Schar von 100.000 Kriegern und erreichte im Sommer den Yedisu, das Siebensturmland, im heutigen Kasachstan. Von hier aus hatten die Göktürken Zugang zu den Handelsrouten der Seidenstraße, die von China bis nach Persien verlief.
Zahlreiche Stämme, wie die hunnischen Chioniden, schlossen sich nun den Türken an. Das Kaganat der Göktürken grenzte dadurch an das Reich der Hepteliten, die auch Weiße Hunnen genannt wurden, und über einen breiten Streifen vom Aralsee bis nach Indien beherrschten. Praktisch genau zwischen türkischem und heptalitischem Territorium lag die Handelsstadt Bukhara. Diese antike Siedlung blühte im Laufe des Mittelalters zu einer wichtigen Handelsmetropole entlang der Seidenstraße auf. Bereits jetzt, in der Mitte des 6. Jahrhunderts, besaß Bukhara großen Einfluss auf den Handel in der Region. Kaufleute aus Byzanz, Iran und China trafen sich hier und tauschten regelmäßig ihre exotischen Waren miteinander aus. Bukhara nahm also eine wichtige wirtschaftliche Position entlang der Seidenstraße ein und würde dadurch bald im Zentrum einer großen Auseinandersetzung stehen. An der Nordwestfront, rund um das pontisch-kaspische Gebiet, mussten die Göktürken mit geringerem Widerstand rechnen. Diese Gegend war seit Jahrhunderten festes Siedlungsgebiet eurasischer Steppenvölker, die in den Schriften antiker Historiker auftauchen. Eine Sammelbezeichnung wie Skythen würde jedoch die realen Verhältnisse der Volksgruppen untereinander verzerren. So berichtet der Gelehrte Priscus von Panium im 5. Jahrhundert, also rund ein Jahrhundert vor Ankunft der Göktürken, dass die Saragurn und Onogurn, damals Teil des Hunnischen Reichs, beim oströmischen Kaiser in Konstantinopel eingetroffen wären und ihm um Hilfe baten. Sie waren von den Sabiren aus ihrer Heimat am Schwarzen Meer vertrieben worden. Die Sabiren wiederum waren Opfer eines Angriffs der Awaren geworden, die ihr Reich nach Westasien ausgedehnt hatten und versuchten, sich dort niederzulassen. Der Kaiser, Leo I., vergab den Saragurn und Onogurn dann Ländereien in der heutigen Ukraine. Wir können daraus schlussfolgern, dass der Einfluss der türkischen Kultur bereits tief ins östliche Europa reichte, als die Aschener dort ankam. Denn sowohl die Onogurn als auch die Saragurn waren Teil der Ogur-Föderation, die ihrerseits eine Sparte der türkischen Thiele-Konföderation darstellte. Diese Tatsache spricht einerseits für die breite Einflusszone der Thiele auf dem eurasischen Kontinent. Andererseits würde es das Fehlen jeglicher Quellen über die Schlachten der Göktürken bei ihrer Expansion nach Europa erklären. Es waren schlichtweg keine großen Schlachten zu verzeichnen. Die Türken aus Ostasien haben nicht gegen die Türken in Westasien gekämpft und sie trotzdem, oder gerade deshalb, so schnell in ihr Reich integrieren können. Dem Aschener-Clan gelang somit, was vielen vor und nach ihnen misslang, die Einheit der Turkvölker ohne allzu viele Kriege zu erreichen. Aber als Istemis Armeen in Osteuropa ankamen, waren sie eigentlich auf der Spur einer anderen Volksgruppe gewesen, einem Verband an Flüchtlingen, die versucht hatten, sich vor den Türken in Sicherheit zu begeben. Die Roran. Während ihre Herrscherdynastie in Nordchina Zuflucht bekam, begab sich der Großteil des niederen Adels, inklusive der Ritterkaste, nach Westasien und damit nach Europa. Dabei stießen sie auf die Awaren, die wohl bereits Verbindungen zu den Roran aufgewiesen hatten, und mischten sich unter sie. Es ist bis heute nicht schlüssig, ob es sich bei den Awaren, die plötzlich in Osteuropa auftauchten, tatsächlich um die Roran aus der Mongolei handelt. Aufgrund dünner Quellenlage können Roran und Awaren nicht gleichgesetzt werden, aber es kann sehr wohl davon ausgegangen werden, dass die Roran-Flüchtlinge die Kontrolle über die Awaren übernahmen. Deshalb entwickelten sich die Awaren binnen kurzer Zeit von einem Stammesverband zu einem Kaganat. Der Titel des Kagan, der nun eigentlich den Göktürken zustand, wurde von den Roran ungeachtet dessen in Europa beansprucht und somit weitergeführt. Deshalb waren die Türken hinter ihnen her. Eine Korrespondenz zwischen Istemi und dem byzantinischen Kaiser gibt ferner Aufschluss darüber, dass diese Awaren den Göktürken wohl bekannt gewesen waren. Bevor ihr Kaganat zu einem Großreich aufsteigen konnte, mussten die Awaren zudem ihre Herrschaft über die slawischen und teils germanischen Stämme erstmal konsolidieren und benötigten dabei eine Schutzzusage gegenüber den Türken durch Byzanz. Dabei wurden sie jedoch von Istemis vergeltungssüchtigen Truppen verfolgt. In einer Botschaft an den byzantinischen Kaiser Maurikios ließ Istemi durchblicken, was er mit den Awaren vorhatte. Die Awaren, die in eurem Reich Zuflucht fanden, haben uns einst regiert, als wir ihre Sklaven waren. Aber jetzt sind diese Awaren weder Vögel, die wegfliegen, noch Fische, die sich in den Tiefen des Meeres verstecken können. Jetzt sind sie die Sklaven. Sie werden unseren türkischen Schwertern nicht entkommen. Die Byzantiner wiederum hatten eigentlich gehofft, die Türken gegen den Erzfeind Persien im Osten mobilisieren zu können. Die jahrhundertelangen Kriege zwischen Byzanz und Persien waren wie ein Tauziehen um die Vorherrschaft im Nahen Osten gewesen und die Türken waren nun ein wichtiger Faktor in dieser Auseinandersetzung. Doch die Awaren hatten erfolgreich einen Keil zwischen Türken und Oströmern getrieben. Es gab keine Annäherung zwischen den Göktürken und Byzantinern.
Vorerst. Nach der Konsolidierung der türkischen Herrschaft in Kasachstan und Teilen Osteuropas wandte sich İstemi wieder Baktrien und Sogdien zu, den Einfallstoren in den Nahen Osten. Südlich des Reichs der Heptaliden im Iran warteten die Sassaniden, die nach dem Zusammenbruch des Partherreichs ein neues persisches Reich errichtet hatten, nur darauf, ihre historische Vorherrschaft über Transoxanien wiederherzustellen. Die Sassaniden und Heptaliden standen sich daher feindlich gegenüber. Kurz vor Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den Persern und Hunnen trafen dann die Göktürken in der Gegend ein. Ähnlich wie der byzantinische Kaiser richtete nun auch der persische König sein Augenmerk auf die neue Macht aus Zentralasien. Die Türken waren unter dem Banner des Göktürk-Khaganats militärisch so straff organisiert wie noch nie zuvor in der Geschichte. All die kleineren Stämme in der Gegend bündelten nun ihre militärischen Kapazitäten und konnten auf Befehl von İstemi jederzeit in den Krieg losmarschieren. Doch im Falle einer Eroberung Sogdiens und Baktriens durch İstemi hätten die Türken eigentlich jederzeit nach Belieben die Seidenstraße für persische oder byzantinische Händler sperren können. Die sesshaften Völker im Westen und Süden waren sich zudem nicht der weiteren Ambitionen der Türken bewusst. Wo lag ihre Grenze? Deshalb wandten sich die Sassaniden heimlich an İstemi und unterbreiteten ihm einen Vorschlag, den er nicht ablehnen konnte. Der erste Krieg der Göktürken in Westasien spielte sich in Transoxanien ab, nachdem İstemi's Truppen eines Tages bis nach Bukhara vormarschiert waren. Das genaue Datum für die militärische Konfrontation zwischen den Göktürken und Heptaliden ist umstritten und rangiert zwischen den Jahren 557 und 563. Als Kompromiss geben deshalb viele Historiker das Jahr 560 für die Schlacht von Bukhara an. In jedem Fall kämpften Türken und Hunnen 7 Tage und 7 Nächte lang in einer langwierigen Schlacht gegeneinander. Am 8. Tag eroberten die Türken die Ark, Zitadelle und Herrscherpalast von Bukhara und entrissen so die Stadt der hunnischen Kontrolle. Nach der Schlacht sollte sich herausstellen, dass İstemi vor der Schlacht eine geheime Verabredung mit dem persischen König Hosrau geführt hat. Beide hatten sich auf einen gemeinsamen Krieg gegen die weißen Hunnen geeinigt. Als die Türken von Nordosten her in Bukhara eintrafen, marschierten gleichzeitig persische Soldaten mit ihren Kriegselefanten aus dem Südwesten ein. So wurden die weißen Hunnen von beiden Seiten eingeengt und vernichtet. Bukhara ging an die Türken. Nachdem İstemi seine Herrschaft über die Handelsstadt errichtet hatte, erfuhr er davon, dass der Adel der weißen Hunnen vor der Schlacht die Gegend bereits verlassen hatte und nach Afghanistan geflohen war. Dort krönte der Adel einen Mann namens Faganisch zu ihrem König. Aber nachdem die Perser auch dort eingefallen waren, kam Faganisch in Bedrängnis und musste sein Volk der Herrschaft der überlegenen Perser unterwerfen. İstemi führte daraufhin einen Paradigmenwechsel in der Außenpolitik ein und bot Faganisch sowohl Zuflucht als auch ein Stück Land im Khaganat an. Faganisch akzeptierte und so wurden die übrig gebliebenen Heptaliden zu den Vasallen der Göktürken. Sie durften ihre niederen hunnischen Königstitel behalten und mussten lediglich die Autorität der Aschina-Dynastie anerkennen. İstemi integrierte so hunnische Krieger in seine Armee und entriss mit der Eroberung Sogdiens gleichzeitig den Persern eine strategisch wichtige Machtquelle. In den folgenden Jahren ließen sich viele Türken in den Städten entlang der Seidenstraße nieder, auch in Taschkent und Samarkand, sodass sie in engen Kontakt mit den Sogdiern kamen, einem mysteriösen Volk, das vor allem aus Händlern, Kaufleuten und Diplomaten bestand. Die umliegende Region wird heute als Türkistan bezeichnet, dem Land der Türken, die in den darauf folgenden Jahrhunderten zur vorherrschenden Kultur aufstiegen. Noch während der Herrschaft der Göktürken kam es bereits zu einem regelrechten wirtschaftlichen Aufschwung in Zentralasien. Chinesische Berichte belegen, dass Landwirtschaft, Industrie, Manufaktur und Handel der vornehmlich iranischstämmigen Einheimischen im Westen des Khaganats eine neue Blütezeit erlebte. Die Göktürken förderten finanziell auch den Ausbau der Infrastruktur, so wurden zum Beispiel Kanalisationen in Sogdien nach Jahrzehnten der persisch-hunnischen Kriege repariert. Im Gebiet Taschkent bei Usbekistan sind zudem technische Fortschritte im Bereich der Töpferei und Glaserei zu verzeichnen. Nachdem die weißen Hunnen jedoch besiegt worden waren, grenzte das Khaganat erstmals an das Sassanidenreich. Die Grenze blieb ungeklärt. Zudem stand die Frage über die Kontrolle der Handelswege, die nach Ostasien führten, im Raum. Die Skepsis von König Hosrau gegenüber İstemi war groß und diese Skepsis war von gegenseitiger Natur. Aus Furcht, dass İstemi heimlich eine Invasion auch in persisches Territorium vorbereitete, marschierte Hosrau eines Tages persönlich mit einer großen Armee in die Grenzregion nach Tabaristan ein, in Gurgan, an der Südküste des Kaspischen Meeres. Und tatsächlich traf er dort auf İstemi. Aber der Yabgu des Göktürk-Khaganats war auch nicht alleine gekommen, er kam als Vertreter der türkischen Welt
und mit Tausenden von Steppenkriegern im Gepäck. Eine Konfrontation zwischen Türken und Persern schien nun unausweichlich. Die Geschichte von İstemi geht in Episode 2 weiter. Darin werden wir auf die Feindschaft der Türken und Perser eingehen, sowie auf die Rolle dieser mysteriösen Sogdier, einem Volk von Kaufleuten, die sich als essentiell für die Zukunft des Göktürkenreichs erweisen sollen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like. Und falls nicht, schreibt mir doch in den Kommentaren, was ich besser machen könnte. Über ein Abonnement würde ich mich ebenfalls garantiert freuen und regelrechte Freudensprünge würde ich machen, wenn ihr euch dazu entschließt, Khan's Den, die Höhle des Khan, auf Patreon zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen.